So, wir wollen heute einen Blick auf den XPrint-Server werfen. Das ist ein kleiner Print-Server für iOS-Geräte. Das heißt, wenn ihr einen netzwerkfähigen Drucker habt, der nicht AirPrint-kompatibel ist, hängt ihr diesen Print-Server ins Netz und sofort können eure iOS-Geräte drauf drucken. So heißt es in der Beschreibung. Wir schauen uns das an. Hergestellt wird der Print-Server von Lantronix. Das ist eine Partnerfirma von der deutschen Transtech GmbH. Die vertreiben das hier auch zum Preis von 134 Euro. Wir schauen mal kurz rein, was da alles drin ist um das Geld. Ihr seht, es ist ein relativ kompaktes Ding. Und wenn ich das aufmache, habe ich hier einmal einen super kleinen, leichten, handlichen Print-Server oder halt ein Kistchen erstmal mit einem Netzwerkeingang und einem Anschluss fürs Netzgerät, das dann hoffentlich hier auch drin ist. Da schauen wir mal da noch rein. Ich habe hier klar ein Ethernet-Kabel, um das Ding anzuschließen, schön in weiß, wie der Server und eben das Netzteil. Ich packe mir das mal alles aus, hänge den irgendwo ins Netz und dann schauen wir einfach, was passiert. So, ich habe hier mein Netzwerkkabel drin, stecke mal noch den Strom ein hier. Okay, und jetzt seht ihr hier oben das X. Wenn ich es richtig verstanden habe in der Einleitung, bootet das Teil jetzt und sucht im Netz nach verfügbaren Netzwerkdruckern. Ich habe hier einen schon älteren HP-Laserdrucker im Netz hängen, der netzwerkfähig ist, aber eben kein AirPrint unterstützt. Und die Box sollte jetzt diesen Drucker erkennen. Da ist eine Liste mit unzählig vielen Druckern, die kann man auf der Webseite von Transtech runterladen und vorher schauen, ob die eigenen Drucker kompatibel sind. Meiner steht da drauf, das heißt, die Box müsste den finden und müsste dann quasi diesen Drucker als AirPrint-fähigen Drucker anzeigen im kompletten Netzwerk, also auch drahtlos. Die Box kann man irgendwo ins Netzwerk hängen. Jetzt hat es gewechselt und pulsiert, ist zwar nicht grün geworden, aber ich glaube, der Signalwechsel, ich habe es in der Anleitung wohl nicht richtig gelesen, heißt, dass der Drucker verfügbar ist. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich versuche mal was zu drucken vom iPhone aus. Ich habe mir jetzt mal das iPhone-Benutzerhandbuch im iBooks geöffnet. Und ihr wisst, mein Print-Server hängt im Netz irgendwo. Ich bin per Wi-Fi mit dem Netz verbunden und versuche einfach mal zu drucken. Gehe hier oben drauf. Ups. Hab die Druckoption eben. Und sehe jetzt hier mein HP LaserJet M1522, ein älterer Laserdrucker, der auf keinen Fall AirPrint hat. Ihr seht aber auch in dem Eintrag, dass er über den XPrint-Server als AirPrint-Drucker angeboten wird. Ich kann jetzt hier vorsichtshalber noch sagen, er soll mir nur eine Seite und nicht alle 280 drucken. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Gehe auf Drucken. Upsa. Und in dem Moment fängt meine XPrint-Box schneller an zu blinken. Das heißt, da kommt ein Druckauftrag an, der wird weitergeleitet an meinen Laserdrucker und schon springt der Laserdrucker an, wie ihr hört. Zack, das Blatt kommt raus. Wunderbar, alles geklappt. Plug and Play, wie wir es uns wünschen.